Generator bitte öfter mit zum. Wir sind noch in einem ganz einfachen Bereich. Wir brauchen keine Fourier-Transformation, nichts. Das ist nur. Diese komplexe Anwendung. Damit kommt man da schnell rein. Also diese Dinge wären jetzt alle real-time-fähig, auf die einfachste Art. Also bei mir nicht, weil ich das nicht real-time programmiere. Aber Thomas eine einfache Sache, oder? Was? External machen. Ja. Max external oder PD. Und was wir gestern noch gemacht haben, ist, also das ist jetzt sehr sinusförmig, also es kommt wirklich nur ein langsamer Sinuston raus. Es ist so, als würde man mit den Daten, die da drinnen sind, jetzt einen Sinusgenerator steuern. Aber wir können eigentlich jeden Generator damit steuern oder eine andere Wave-Shape geben. Das sieht dann so aus. Zum Beispiel Sägezahn. Kennst du die Sägezahnkurve? Ah, da fehlt wieder ein Kanal. Jetzt da oben dran, das geht schon. Abkürzen kenne ich, würde vorschlagen, dass irgendjemand diese Skripts, die wir gestern gemacht haben, dass du die kopierst und dann selber ausprobierst, wenn man Schritt für Schritt weiterverfolgt. Und diese ganzen Prozesse mit dem Vorfiltern, die Hilbert-Transformation, die Konvertierung in Radius-Delta-Phase, diese nochmalige Filterung auf der Ebene, Rückkonvertierung, Wave-Shaping, das ist in einem einzigen AMP-Modul, das heißt Hugo. Und das kann man dann so schreiben. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen komplizierter. Also da ist wieder der, das ist jetzt das andere Programm, also der Sequencer. Wir haben da als Input den Soundfile, als Object, also das Kernmodul, den Hugo, mit einer Wave-Shape namens Register. Das sind die Patches dazu, also dieses Object kriegt den Input 1 als Patch und der Output kriegt dieses Object als Patch, also das ist der Patch. Und das sind die Parameter für diesen Prozess. Wir haben, der Sequencer hat 4 Elemente, die sind jeweils 5 Sekunden lang hintereinander. Das ist die Startposition von dem Soundfile, weil der fängt erst nach 3,25 Sekunden an und läuft dann kontinuierlich weiter. Wenn ich den Strich weglassen würde, dann wird es in jedem Sequenzelement wieder von vorn anfangen. Immer bei dieser Startposition und der Slash bewirkt, dass es kontinuierlich weiterläuft. Das ist die Vorfilterung, Cut-off Frequency. Also das beschneidet alle Obertöne. Das ist jetzt diese interne Filterung, die heißt hier Mollify und ist jetzt anders, ein bisschen anders im Parameterwert. Also wenn dieser Wert 1 ist, wäre es völlig ungefiltert und wenn er sehr klein gesetzt ist, so auf ein Tausendstel, dann entspricht das ungefähr diesem 10 Hertz. Und das ist jetzt ein Wave-Shaper, der
eine Kurvenform baut aus Grundfrequenz, aus den geraden Obertönen und aus den ungeraden. Und ich habe sie probehalber die ersten 5 Sekunden nur die Grundfrequenz, dann nur die geraden, dann nur die ungeraden und am Schluss alle. Und die sind aber jetzt mit einer Interpolation verbunden. Also man hört das jetzt, da gibt es Connection Modus 1, das ist eine Interpolation von Parametern und die Dauer ist 3 Sekunden. Also in jedem Sequencer-Element werden die letzten 3 Sekunden kontinuierlich in den nächsten Parameterwert verwandelt. In einem Kastel sozusagen. Und du hast es eher manuell, wenn du dir das anschaust, ich habe das da liegen. Also da stehen schon einige von diesen Wave Shapes, die da eingebaut sind. Das Register steht noch gar nicht drinnen, weil das relativ neu ist. Und da gibt es auch die verschiedenen Specs und die verschiedenen Parameter, die da möglich sind. Und man kann natürlich jetzt, im Grunde sind das intern nur Daten und die kann man auch wieder verändern. Und eingebaut ist eine Frequenzspiegelung. Dann eine Intervallstreckung, das können wir kurz noch einmal machen. Das heißt Slope, also Neigung, zum Beispiel im Faktor 2. Und wir brauchen ein Zentrum, 300 Hertz. Das heißt, 300 Hertz bleiben, wie sie waren, und drüber und drunter werden alle Intervalle gestreckt. Ups, falsches Programm. Natürlich, wenn ich es kleiner mache, dann komme ich in einen Vierteltonbereich mit der Melodie. Das können wir noch kurz machen. Wieder das falsch. Ich überspringe jetzt ein paar Stufen hin. Da
dass dieses Modul auch einen Control-Output hat. Also man kann einfach nur die Steuerdaten ausgeben, also nicht einen Klang, sondern nur Amplitude und Phasengeschwindigkeit. In verschiedenen Modi, ich kann da Frequenzen ausgeben oder vorjustierte Werte und kann damit jeden Generator steuern oder auch andere. In dem Fall haben wir einen Oszillator. Das ist jetzt das physikalische Modell von einer schwingenden Stange. Wenn du eine Eisenstange hast, die eingespannt ist links und rechts und die diese Biegefederkraft von dieser Stange wird jetzt von dem von diesen Daten gesteuert. Also ich spiele das einmal dann. So schaut aus. Geht auch mit einem einfacheren Modul, das haben wir ursprünglich gehabt, mit einem Seitenmodell. Ja, das ist jetzt einfach so, wenn man eine gespannte Seite hat, das legt man einmal an und dann wird die Spannung von dieser Seite mit den Daten gesteuert. Okay, ist das soweit verständlich oder ist es jetzt zu schnell? Wahrscheinlich schon. Wir können ja dann immer wieder drüber reden. Bis hier haben wir uns gestern den ganzen Tag beschäftigt. Bitte? Kontrollamplitude, wieso? Warum das so groß ist? Naja, wir haben ja, wir kommen da raus mit der Phasengeschwindigkeit und die liegt zwischen minus Pi und plus Pi, ist aber normalerweise sehr klein, weil wenn das 100 Hertz sind oder diese 150 Hertz, dann ist der Wert bei 0,0 irgendwas. Und wenn ich den jetzt noch quadriere, das ist bei 0,00. Jetzt muss man da diese Amplitude ziemlich aufholen, dass man da vernünftige Spannung kriegt. Ja, und jetzt würde ich probieren, einen ganz anderen Weg beschreiten. Schauen wir mal.
Ich suche jetzt irgendeinen Soundfile aus und wir können jetzt einmal probieren, mit diesen Steuerdaten die Geschwindigkeit von dem Soundfile zu beeinflussen. Welchen soll man nehmen? Also, genau, ja. Dann nehmen wir den Kaiserhymne. Zweiter Input. Wir brauchen nur einen Kanal davon, das reicht völlig ab. Und da machen wir den ganz normalen Sinus-Output. Das brauchen wir gar nicht. Das tun wir jetzt mal alles aus. Haben wir das ein bisschen abgespeckt. Das tun wir weg. Wir haben kein K2 nicht mehr, da bei dem Out Destroy eben bei K2. Wo steht der K2? Total. Ah, das ist. Genau, das ist. Wir brauchen da den Input. Also aus dem Tom Steiner machen wir das Steuersignal und diesen Soundfile geben wir in den Output. Aber wir ändern die wahre Speed. Wenn wir das jetzt so starten, dann wird nichts passieren, als dass diese Kaiserhymne 1:1 nachgeht. Ist jetzt der, dass wir diese Geschwindigkeit mit den Steuerdaten beeinflussen. Ich mache jetzt Control ist gleich K1.1. Na, das ist K1.0. Das geht so aus. Also wir haben jetzt einen Sinuston. Genau, ja. Der Modus ist linear und die Amplitude also das heißt jetzt dieser Parameter, das ist die wahre Speed vom Input-Scanner, mit dem dieser Soundfile eingelesen wird, wird jetzt gesteuert von dem Output, von dem Pitch Tracker. Und zwar linear mit einer Amplitude, mit einem Range von 1. Das heißt, diese Geschwindigkeit wird sich jetzt zwischen 1 plus 1 und 1 minus 1 ändern, also zwischen 0 und 2 hin und her fahren.
nicht, und warum nicht? Ja, per Default, aber es gibt jetzt die Steuerung. Da. Aber ja, muss man dazu machen, die Klammer. Ja, aber das ist eben wegkommentiert. Ja. Was möglich ist, ist, dass so ein geringer Pegel hier rauskommt. Also, da geben wir einfach die. Das auf. Wahrscheinlich zu viel sein. Ja. Also jetzt wird die Geschwindigkeit ständig verändert. Das könnte man jetzt ein bisschen eleganter machen. Aus dem einen gewinnen wir diese Steuerdaten und den anderen betreiben wir damit. Die wahre Speed von dem Input 2 wird jetzt mit dem Output von Hugo gesteuert. Man könnte sich das, 100 ist definitiv zu viel, 110. Man könnte auch, da muss ich ihm irgendeine Position geben. Also nach 3 Sekunden, ich suche mal eine Stelle aus, nach 3 Sekunden in dem Soundfile, im Heiden, und das kriegt die wahre Speed 0. Das heißt, da wird gar nichts passieren, das wird nur an der Stelle stehen bleiben. Aber es kriegt jetzt die Steuerdaten, das heißt, das fährt an dieser Stelle hin und her, das scratcht jetzt an dem Punkt. Das schaut jetzt so aus, wenn man das aufzeichnet. Wie da unser Soundfile ist, von der Kaiserhymne. Ja. Dann haben wir hier einen Punkt gesetzt, das sind diese 3 Sekunden. Und diese Steuerung fährt jetzt diesen Bereich ab. Das heißt, was in diesem Soundfile jetzt drinnen steht, wirkt wie eine Wavetable. Das ist wie wenn man sagt, wir gehen jetzt mit den Steuertasten auf eine Wavetable, wo eine bestimmte Kurvenform ist. Und das ist jetzt die Kurvenform, die da drinnen steht. Und indem wir da hin und her scratchen, können wir jeden Punkt da raussuchen. Es bleibt immer auf derselben Stelle. Es scratcht immer nur über diese Table. Wir haben den Soundfile zur Wavetable gemacht jetzt da. Und natürlich kann man dem jetzt ein bisschen eine Geschwindigkeit geben. Also ich kann diese Wavetable jetzt ständig verschieben. In einer ganz kleinen, rechts. Konstanten Geschwindigkeit auch rechts. Ja. Oder machen wir es nur weniger so. Ein Hundertstel. Wenn ich die Geschwindigkeit noch mehr erhöhe, dann fängt es zum Modulieren an. Jetzt wird es ein Zehntel Originalgeschwindigkeit, wird dieser Soundfile gescannt und an jeder Stelle immer so gesquetscht. Also dann moduliert das jetzt schon richtig. Oder überhaupt in Originalgeschwindigkeit. Thank you.
könnte ein bisschen mehr Amplitude geben, also dass der Range dieses Scratches größer wird. Start aus zwei Musikstücken. Und natürlich muss man da keinen Sinus nehmen, es gibt elegantere Dinge zum Steuern. Ausschaut. Das liefert für die Geschwindigkeitssteuerung so ein Rechtecksignal, das rauskommt. Das heißt, es hat einmal diese Geschwindigkeit konstant und dann die Gegenrichtung konstant. Und damit steuern wir ja Geschwindigkeit, das Tempo vom Soundfile. Das ist einmal plus 1 und einmal minus 1. Das fährt einmal in diese Richtung, dann dreht es um und die nächste. Und es gibt ein bisschen eine mildere Form davon, die ungefähr so ausschaut. Wo man jetzt solche Kanten hat drinnen. Und die findet sich unter VLM heißt das, das ist eine eigene Kurvenform. Für die das schon kennen, ist die Geschwindigkeit der Lemniskate. Schaut so aus. Natürlich kann ich da auch diese Dinge einbauen. Wir haben da zum Beispiel einen Pitch drinnen, deswegen ist das so hoch. Der ist auf 2 gesetzt. Wenn ich den wieder runtersetze auf 1, wird es wieder eine Oktave tiefer. Oder wir können wieder dieses Slope einbauen. Die Intervalle wieder komprimiert. Was weicher machen ein bisschen? Was weicher machen das Scratchen? Wie könnte man es weicher machen? Geben wir mal geringere. Da muss man sich eine andere Stelle aussuchen in den Soundfile, also überhaupt einen anderen Soundfile nehmen dazu. Weil das ist diese Wavetable, die da drin steht. Und also ein bisschen weicher ist jetzt, wenn man es enger nimmt. Ja, weil wenn du nur über so einen geringen Bereich drüber fährst, dann hast du eine relativ runde Welle. Und wenn du einen großen fährst, dann ist die irrsinnig kompliziert und hat viele Oberteile.
könnten auch versuchen, bei dem ich muss jetzt schauen, ob es geht. Ja, das bringt nicht viel. Also da wird einfach ein Filter mitgezogen, aber das nutzt uns nicht viel. Weg. Gut, und jetzt ist eigentlich, wenn wir jetzt alles zusammennehmen, was wir seit gestern gemacht haben, also das Wave-Shaping damit, dann die Steuerung von anderen Generatoren und Oszillatoren und jetzt die Steuerung von Soundfiles, dann könnten wir jetzt schon anfangen, mit das Material von Gilbert da einzusetzen und schauen. Also das ist jetzt ziemlich wahllos. Tom Steiner, das wird dann hoffentlich heute erledigt sein. Den Haydn werden wir dann auch nicht brauchen, sondern dann nehmen wir das Stimmmaterial von gestern, von der Aufnahme und schauen, in welche Richtung man jetzt kommt. Ist das die Kerl umgewandert? Der ist gerade bei mir. Also du hast da die Files schon drauf? Bitte? Du hast da die Soundfiles schon? Ist alles schon auf der Computer. Ah, super, gut. Da natürlich den Pitch jetzt ändern. Wir könnten auch den Steuerpfeil langsamer laufen lassen oder schneller. Tom Steiner auch noch auf halber Geschwindigkeit. Der zweite Hugo. Hast du jetzt da gemacht, oder? Den ersten Steuer. Geht auch, ja. Wolfgang, beim Ken sollte man den Crimson Editor noch irgendwie in Betrieb nehmen. Hast du schon, echt? Funktioniert das so? In den Präferenzen, die Einstellungen, das startet es automatisch mit einem Shortcut. Ja, das kann man auch. Gehört dann nicht, das ist viel einfacher. Wir gehen auf Tools.
das mit mir rechnen. Aussuchen, was du willst. Also, das, ja, man muss anders schreiben. Ach so. Den Patch. Den K1, ja. Gibt's den? Ah, nein, wir sind ja, wir haben ja, als Output haben wir ja diesen Pfeil, gell? Das heißt, den Fehler dürfen wir nicht machen, K2. Also Input 2 müssen wir da schreiben. I2, ja. Der wird da gepatcht und da brauchen wir jetzt den K2 als Output. Ja? Und da gibt man eine Güte. Q ist zwar Güte 2. Ja? Und jetzt müssen wir einfach nur schauen, K2. Und die Grenzfrequenz? Ich glaube, COF, ich muss selber nachschauen. Was willst du? 2000 Hertz oder so Tiefpass. Ich habe jetzt andere Einstellungen mit dem. Ja. Also wir könnten es ja noch viel weiter runtersetzen, wir könnten es auf 100 Hertz geben. Und ein besseres Filter nehmen. Güte, ja. Und das, dieses CEIR-Filter, das macht 12 dB pro Oktav. Das heißt, das sind jetzt 48 dB Steilleiter. No? Wir haben gar nichts mehr. Da ist nichts unter 100 Hertz liegt. Sein kann, dass das gar nicht das Skript ist, das da ausgeführt wird. Dass du nur anders offen hast. Ich würde mal alles schließen wieder. Und Sweet. 5 Sekunden. Schauen wir mal.
nehmen wir. Aber zu vorne finde ich zu viel, weil da schneidet es. Die dürfen eine ganz gute Stimme bewegen. Ja, klar, ja. Also so dazwischen war es irgendwie gut. 150. Ich habe eigentlich 150 schon genannt. Ja, 150. Sweet child of time. Time, you'll see the line that's drawn between the good and the bad. Okay, das haben wir zwei drinnen da. Und dann ist ein Fade-In gemacht, so ein Schrägschnitt. Das ist geknackt da. Sweet child of time. Warum funktioniert es nicht? Weißt du das wer? Was funktioniert nicht? Jetzt diese RDFI, die Filterung und RDFI minus, da kommt. Genau. Dauer. Ja, wenn
wenn es so klar gesungen ist, gell, dann ist es super, sehr sicher. Ja. Ja. So, das reicht uns einmal. Und dann machen wir jetzt einmal. Schreibst. Das ist ein, machst du da schon. Das ist ja so ein Wave-Shape. Ja, wo du dann nur grauzahlige, ungrauzahlige oder alles, ja. Ein Grundton, grauzahlige und ungrauzahlige. Ein Grundton, grauzahlige, ja. Ja. Schöner war es wahrscheinlich umgekehrt, wenn man das da aussetzt und das auch nicht. Weil ich probiere diese Verzerrung, das haben wir gestern mit Finkens gemacht, also da so einen modulierenden Verzerrer drüber, der unten linear ist und bei höheren Amplituden sich einlenkt und wieder negativ wird und dann immer schneller. Ja. Machen wir mal eine Übersicht über diese Methoden, die wir jetzt alle durchgegangen sind. Das waren
mal der Sinus-Output der eine. Zweitens das Wave-Shape. Drittens die Verzerrer, die man draufsetzt. Viertens haben wir gehabt diesen Control-Output. Das, was ich jetzt laufen habe, also was da auf dem Skript steht, seht ihr wieder was da? Ja. Okay, genau. Das ist eben diese Distortion. Und da können wir jetzt ein bisschen experimentieren. Ich schaue mir das selber im Manual nochmal an. Momentan ist folgende drinnen. Also diese Verzerrung habe ich jetzt da eingebaut. Die ist im unteren Bereich relativ linear, das heißt, da ändert sich der Klang nicht. Wenn man stärkeren Gain gibt, dann schaut es so aus, dass wenn da die Amplitude steigt, wird sie in der Verzerrung wieder rückläufig, fällt und steigt und fällt. Das heißt, dass er je höhere Amplituden kommen, desto mehr fängt es zum Oszillieren an. Und nachher können wir auch die probieren, die sehr schön ist. Dieser Verzerrungstypus ist eben so, dass beim geringen Gain bleibt es relativ unverändert, aber wenn man das Gain sehr hoch einstellt, dann pendelt es sich auf diese Amplitude ein. Klingen tut es dann so, ich verwende jetzt das Child in Time noch einmal, weil ich setze in der Geschwindigkeit runter. Ja, das braucht man nicht. Ja. Also das ist der übliche Prozess wie bisher. In WASP geschrieben wieder mit der Filterung dazwischen. Jetzt viermal so langsam. Und diesen Verzerrertypus mit einem Gain von 30. Das heißt, es wird einmal 30 mal so laut und durch die Verzerrung pendelt sich das aber jetzt ein. Können das Original kurz vorher noch hören.
irrsinnig tief, tief und langsam. Was ist das bei mir? Ja. Okay. Und jetzt legen wir den Verzerrer mal drauf an. Wo lauter wird, fängt er zum Modulieren an. Aber das 30 gibt ja auch Würfel, wie hoch das die Frequenz ist, die was dann schon. Nein, das ist die Amplitude, die wird so. Die Frequenz ergibt sich von der Neine. Also wir können das viel extremer machen, geben wir mal 300. Jetzt wird es halt ziemlich annageln. Mit. Anderen Verzerrertypus jetzt. Mal nur 30. Die Schwingungsform ist aus einem Sinus abgeleitet oder also dieses Einschwingen oder? Das ist sinusförmig, wird aber immer schneller mit höherer Amplitude. Irgendeine Formel? Ja, so wie Sinus X durch X oder irgend so. Sehr einfache. Ja. Ja. Weil wenn du es über eine Cosinus- oder Sinus-Waveform machen würdest, Sinus, ja, ja. Dann wäre es ja eigentlich FM. Dann wäre es FM, aber das ja. Ist in dem Fall nicht, sondern ist wirklich nicht, ja. Und auf der anderen, am anderen Ende ist ein Pickup. Und das, da geben sie die Tonhöhe und Dämpfung. Irgendwas nicht. Was bedeutet denn Zeiger? Wie Zeiger kommen Sie mit 4? Filtergüte, aber irgendwas funktioniert da nicht. Das lassen wir jetzt einmal weg. Das muss so gehen. Müssen wir anschauen. Dieser Hochpass funktioniert nicht, das muss ich mir anschauen. Ich habe den noch nie so verwendet. Also, du willst erst das Child, der Hochpass und dann in Grünsbeck gehen. Genau. Ach so. Aber in Grünsbeck geht er jetzt in der E1 ein. Richtig, ja.
Vielleicht hat es eh passt. Gut, ich mache mal eine Pause bis zwei. Dann. Ich mache mal Pause. Für was das für Töne sind? Nein. Gut. Ich war das eine App, gell? Dafür den Fall. Ja, das müsste gehen. Was sind das? Da spiele ich mal so von 400 Hertz. Das ist schon 40 das A, ne? Oder 300. Nachher bitte ganz hoch. Ja, wie die, also so rund um die. Ist ein bisschen drunter, oder? Genau, was 300 gehört, oder? Ja, so ungefähr. Das ist relativ hoch, eigentlich, doch.
Ja, dann holen wir die anderen wieder, dass wir weiter sind. Ja, klar.
Bei dir nicht so? Das ist bei mir. Das passiert. Soll jeder? Ja, in welche Richtung sollen wir weiter tun? Sollen wir da weitermachen jetzt? Ja? Das klingt gleich ordentlich nach Musik, oder? Vielleicht eher noch einen anderen Kandidaten, nicht einen Freezing, nicht einen Freezing Kandidaten, sondern eher einen anderen. Kann man ja einen Einbein bauen. Ja? Da haben wir mal, da war jetzt was zu irgendwelchen Hüllkurven drüber gegeben, was war das nochmal? Und dann war es einfach eine Hüllkurve, dann anders kam ein Wirtwald. Das war mal im Wasp. Okay, das war mal im Wasp, ja. Dann machen wir trotzdem den nochmal durch, aber warten wir bis jetzt. Ja. Ja. Halbwegs alle da sind. Also, wenn ich das Fies wieder dann positiv 8 setze. Ja. Ich würde kurz wieder vielleicht kurz einmal wiederholen, wie der Amp funktioniert. Also, man hat einen Input, die A1, und diese K1 und K2 genau. Sind so. Funktionen oder was? Das sind Objekte. Objekte, gell? Ja. Einmal eine Schicht. Das eine ist ein Filter und das andere ist dieser granulare Greenspec. Und jetzt wird das Input geht durch erstmal durch den Filter. Und genau, geht durch den Filter. Und dann so Freeze. Genau, das geht dann in das Freeze. Mal K2, das ist ein anderer Filter oder was ist dort? Das ist der Patch. Also was das Filter liefert, geht jetzt da in das... Okay. Der K1 wird mit dem... Also man könnte jetzt umbenennen, das 1 und 2, dann ist es vielleicht gescheiter. Wenn wir es so machen, dass es nicht so verwirrend ist. Den Output hast du, glaube ich, den K2 geändert auch oder nicht? Bei Out. Das weiß nicht, dass das. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Das ist eine gute Frage, die ich war. Okay, und was ist das Out? Ist was beim Auspunkt? Das wird in den Soundfile geschrieben. Und automatisch gemischt, falls man es überlagert. Sind die Parameter von K1 und K2. Genau, ja. Also das sind alle Parameter von dem Freeze. Okay. Ja, aber was machen wir vielleicht? Ich hätte auch noch was. Nur einfach, ja. Zu dem Zeile 5 auf das Graph. Ja. Da ist dann Mono und dann bezieht sich das auf K2. Na, Out ist auch ein... Modul ist auch ein Object. Das übernimmt das Ergebnis von dem K2 und schreibt es in den File. Ja, und K2 ist dann gespeist vom K1. Das ist gespeist vom K1 und K1 ist gespeist vom I1. Ja. Also ich schreibe das jetzt noch einmal einfacher, dass wir die Logistik schon mal beieinander haben. Das Einfachste. Einfacher geht es nicht. Wir haben diese Dinge da, I1 und Out, das sind Objects. Das eine ist ein Scanner, der scannt einen Input-File und holt sich den Stream
an den Audio-Stream von dort und übergibt ihn an den Output. Und dieser Output nimmt diesen Stream und schreibt ihn in einen Soundfile wieder. Und dieses Sternchen ist immer der Patch. Und das beides ist Mono, das, wenn man nichts dazu schreibt, ist es sowieso Mono. Und außerdem tut er das noch optimieren, das heißt den Pegel so setzen, dass das voll ausgesteuert ist. Und dann gibt es zunächst nur diese Parameter, das eine ist die Dauer, wie lange der Prozess jetzt dauert, und das ist die Position vom Input-File. Von Position 5 Sekunden wird da 10 Sekunden rausgeschrieben in den anderen File. Also einfach kopiert jetzt. Sweet child in time, you'll see the light, light that's drawn between the good and the bad. Okay. So, und jetzt, das ist jetzt ein Sequencer mit nur einem Element. Ich kann ihm aber auch 10 Elemente geben, von der Dauer von einer Sekunde. Dann klingt es so. Switch, 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 switch. Okay. Natürlich könnte ich da jetzt verschiedene Dauern herschreiben. Sollte jetzt stehen? Ja. Oh, danke. Switch, switch, out in time, switch, out in time, switch, switch, out in time, switch, out in time. Ja, also da, da kann man jetzt einfach strukturieren. Ich habe jetzt einfach nur wild Zahlen hingeschrieben. Es gibt zu jedem Parameter auch eine Umrechnungsmöglichkeit, wenn ich das Gefühl habe, das ist mir. Das ist mir jetzt zu langsam, dann kann ich machen. Eckige Klammer, zum Beispiel durch 3, dann wird jeder dieser Zahlenwerte durch 3 dividiert. Also was da in eckiger Klammer steht, gilt immer für die ganzen Listenwerte. Genau. Also wenn wir das jetzt wieder weglassen, das 1, und es gibt diesen Slash. Der Slash heißt, dass der Parameterwert aufgehoben ist. Da gibt es keinen Wert, sondern der. Also das wäre genau dasselbe, wie wenn ich ein Segment mache und 10 Sekunden herschreibe. Genau. Ja. Was war das nochmal? Das ist der Schrägstrich, ist das. Na, bei der Duration nicht, ne? Da haben wir das so. Da müsste es sein schon. Also so beginnt es, wenn das nicht da ist, wenn der weg ist, beginnt es immer wieder an derselben Stelle. Und wenn ich da einen Slash mache, einen Schrägstrich, dann wird der Parameter an der Stelle weggeschaltet. Es gibt dann keinen Zeitpunkt mehr, sondern der Pfeil geht dort weiter, wo er vorher aufgehört hat. Fangt bei 5 an und ab da geht er dann durch. Also da kann man es jetzt gut
verfolgen, was da passiert. Also er beginnt bei Sekunde 5, ab da wird er 3 Sekunden in die Richtung gescannt und kommt dort gleich wieder 1 Sekunde zurück, dann wieder 3 Sekunden vor, wieder 1 Sekunde zurück. Also man kann das völlig entkoppeln, also die Zeitstruktur, in der die Files eingelesen werden, von der, mit der sie rausgeschrieben werden. Also man kann sich jetzt so vorstellen, wie wir es da gehabt haben. Der Soundfile liegt einfach ausgebreitet vor uns da und man steigt da ein und scannt hier da und das gibt den Strom weiter, dann fahren wir wieder zurück und fahren wieder vor. Also kann man völlig frei operieren jetzt. Und die Position 5? Von beginnt bei einer Position, wenn du nichts schreibst, dann beginnt es bei 0. Mhm. Natürlich. Und das 3 ist? Das sind Sekunden, ja. Und wenn ich ihm jetzt Time extra gebe, zum Beispiel Time 0, also wir haben keinen Zeitpunkt gewählt, also beginnt es bei 0 und macht halt diese Reihe. Und jetzt passiert aber was anderes. Jetzt klingt es dann so. Ups, na, das ist ganz schlecht. Fahren daran. Ah, okay. Macht er dann, er fährt mal raus aus dem Feld. Das geht natürlich so nicht. Also das fährt auch aus dem zeitlichen Nullpunkt raus, nämlich. Okay. Also die Elemente, die wir uns da jetzt rausgeholt haben, werden alle zusammengemischt am Zeitpunkt 0. Ich habe die Minus weggenommen da. Aber er da rausfährt? Ja. Da fährt er nach links und da ist ja, nichts. Ja, da ist nichts. Und du fährst doch bei Position 5 an, da muss doch was sein. Ah ja, aber nicht im Output. Im Output fange ich bei Position 0 an. Der schreibt jetzt in den Output von der Position 0 3 Sekunden. Und dann schreibt er 1 Sekunde, dann 3, dann 1, 3, 1, 5. Und wenn da ein negativer Wert ist, dann schreibt er natürlich von der Position 0 nach links raus. Also mit dem Minus wird es funktionieren. Wenn ich das so mache, dann wäre ich dabei. Genommen, das wäre jetzt die Position 1, ja. Eine Sekunde. Dann fährt er die Schreibe da rein, 3 Sekunden. Beim nächsten Mal schreibt er in diese Richtung 1 Sekunde. Und so hin schreibt er. Klar. Und wenn wir da beim Nullpunkt anfangen, dann wird er aus dem Buffer rausschreiben. Wenn ich wieder das Duration minus 2 nehme, dann wird er auch rausschreiben. Genau, wenn wir wieder an. Aber die Zeitkonstante ist kontinuierlich immer weiterlaufen. Ja, ja, klar, ja. Also das ist der Input, der Input-Scanner. Der beginnt im Input bei Sekunde 5 und geht dann kontinuierlich weiter.
Man kann den, die Zeitstruktur vom Input und die vom Output völlig trennen. Also ich könnte es jetzt auch so machen, dass ich da... Natürlich totale Wirrnis. Jetzt hat jeder seine Zugeordnung. Jetzt, genau. Jetzt wird von dem Input von Sekunde 5 3 Sekunden genommen, 3 Sekunden gescannt und im Output auf Sekunde 1 platziert. Wow. Dann wird von Sekunde 10 was genommen, wird rückwärts gescannt und auf Output auf Sekunde 4 gesetzt. Also ich mache das jetzt nur so kompliziert, damit man sieht, wie unabhängig das ist. Und vor allem wird in dem Output Dinge, die sich überlagern, werden automatisch gemischt. Also man kann da auch 10.000, 100.000 Stimmen da mischen auf diese Art. Das ist, es ist eine andere Philosophie. Es ist eine andere Philosophie. Zum Beispiel, wenn Time 20 am Anfang steht, dann höre ich das erst nach 20 Sekunden. Ja, zeig mal auf. Ja. Das ist der Input, ja. Welche Zeiten haben wir da rein noch? Zeitpunkt 1, 4, 1, also das ist nicht, ne? 1 4, 4, 10, 10 5, 10. 20. Ja, die gehen nicht mehr. Ja. Also. Und im Output haben wir jetzt. Da haben wir auch 1 am Anfang, oder? Point Position. Ja. Nach 5. Ja. Nach 10. Jetzt auf 7. Wenn du es oben 5 hast, okay. Auf 7. So wird das jetzt zugehört, ja. Mhm. Das heißt, ich höre eine andere Reihenfolge als die Input. Also ich meine, richtig, ja. Jetzt beim ersten Beispiel, der 1 und 5. Ja. Ja. Und außerdem gehen wir dann noch. Das ist eine Sekunde wird. Der wird. Und da 3 Sekunden geschrieben. Der nächste war. Minus 1. Der wird von da in Gegenrichtung geschrieben. Von 2. Ja, und so weiter. Also, das kann man völlig frei definieren. Ja. Du hast uns mal was gesagt, wo man jetzt nicht die Zahlen hinschreiben muss, wenn man es 100 Segmente hat, dann muss man es nicht hinschreiben, sondern dass man die Aufsteiger in die Sekunde. Naja, wir können uns das jetzt ganz leicht machen. Soll ich das abspeichern? Ja. Ja. Ist egal, ob man zuerst Duration oder zuerst Time schreibt? Ja, ja. Ist egal. Also die Reihenfolge, wie die Parameter da stehen, ist völlig egal. Weil das kennt einmal durch, wo die Parameter dann geht. Ja, ja. So, jetzt machen wir das mal so.
Kann man zu, weil hm? Ah, die geht zu mir. Danke. Nur die eckige Klammer von. So, jetzt sind alle diese drei Parameter mit Random-Werten besetzt in einem bestimmten Bereich. Also damit diese Katzen nicht knacksen, machen wir Fade in und Fade out. Was ist das bei uns? Minus beim Duration? Minus 1. Okay. Also du musst die negativen Zahlen mit einem nachgestellten Minus eingeben. Was da jetzt wirklich drin steht. Oder? Wie sind die Werte da? Also bei den Dateien? Es sind Zufallszahlen. Zwischen 1 und 10. Und dazwischen minus 1 und 5 und dazwischen 1 und 30. Ja. Der generiert genauso viel wie eine Segmente. Genau, ja. Und ich habe jetzt die Debug ist gleich Paar eingeschrieben. Das ist so die Debug-Funktion, wo man anschauen kann, welche Werte da jetzt wirklich drinstehen. Also das sind die Zeitwerte, die jetzt drinstehen, das sind die Dauern, das sind die Positionen. Das tun wir jetzt wieder weg, das brauche ich jetzt nicht. Fade in und fade out. Dass das nicht knackst, dass das so leicht, wir schneiden ja da einfach wild rein. Und jetzt können wir natürlich auch jetzt mache ich nicht 7, sondern 1000 davon. Würde jetzt ein bisschen dauern. Mit Zeit. Dafür ist eigentlich diese Parameterlogistik gedacht, dass man sehr viel auf einmal machen kann. Ja, gerade der letzte Schritt, mit dem das mit diesen Ecken Klammer macht, das erweitert das ins Nein. Ja, klar, das ist, da ist ein Kalkulator drin und mit dem kannst du nicht alles hinschreiben, was man mathematisch formulieren kann. Was ist der Minus da bei der Duration? Wenn du da in dem Kalkulator negative Zahlen eingeben willst, muss das Minus hinten stehen. Weil sonst ist es eine Subtraktion. Aber was heißt das jetzt? Das ist ein Random-Wert zwischen minus 1 und plus 5. Also, dass man ich mal auch verkehrt fährt. Das ist auch verkehrt fährt, ja. Und natürlich können wir jetzt noch was machen. Eine Vari-Speed rein. Das machen wir auch. Alles zufällig. Zwischen 0,5 und 2. Also der Scanner arbeitet jetzt zwischen halber und doppelter Geschwindigkeit irgendwo. Ich habe jetzt eigentlich schon von 1 bis 4, das ist irgendwie waren 1000 Mikimäuse gespeichert. Ich glaube, es ist jetzt alles so. Ja. Echt? 1 bis 4? Ich habe 1 bis 5. Naja. Ja, können wir auch machen. Obwohl das ist schon gut. Ja.
Wie gesagt, diese Logik ist, dass das automatisch gemischt wird. Alles, was übereinander gelegt wird, ist gemischt. Man kann nicht übersteuern, weil es ist 32-Bit Float. Also wenn das übersteuert, dann ist man schon in astronomischen Bereichen. Abspeichern. Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nimmst du statt dem Test Warfritz irgendeinen anderen Namen oder, was sehr elegant ist, Stern.waf, dann heißt dieser Soundfile genauso wie das Skript. Also der heißt dann AG00B-Waf. Also, dann kann man das immer stehen lassen und passt sich immer dem Skript an. Und man weiß dann, welcher File zu welchem Skript. Festplatten wird schon langsam voll. Ja. Die Time bezieht sich auf die Destination. Auf die Destination, ja. Dort, wo es hingeschrieben wird. Ja. Und diese Position ist die im Soundfile. Also lass nochmal laufen, damit das jetzt im richtigen Fall steht. Eigentlich dort alle zwei Kanäle, Wolfgang, dann haben wir noch einen. Ja, sind beide da, ja. Jetzt könnte man dasselbe auch im Stereo machen. Nein, das braucht das Kanäle da regeln. Also wir nehmen den Output Stereo, dann müssen wir irgendwie, es gibt so verschiedene Stereo-Modi, wir müssen irgendwie deklarieren, dass jetzt ein Input-Kanal auf Stereo aufgesplittet wird. Das heißt, schreibt sich 1 zu 2. Also der ist Mono und wird dann auf zwei Kanäle mit den Parameter Amplitude, lassen wir 1 und Panorama, das ist jetzt ein Wert zwischen minus 1 und plus 1. Minus 1 links, plus 1 rechts. Machen wir dasselbe. Na? Und das Panorama müssen wir deklarieren. Panorama ist linear. Wird einfach linear aufgeteilt auf die. Bringt also noch nichts.
Nein, bewegen tut sich das nicht. Ja, ja. Du müsstest das Panorama jetzt steuern. Ne? Genau, ja. Also das ist sozusagen die Grundstruktur von dem Sequencer. Und da kann man jetzt natürlich alles reinhängen, was immer man will. Ne? Amp 1? Wir haben alle dieselbe Amplitude. Also ihr könnt ja auch unterschiedliche Amplituden aussetzen. Ah, ja, stimmt, ja. Amplitude und Panorama. Aber das muss man nicht schreiben. Vertifold, ja. Ja. Nochmal zu den Wiederholungen, bitte out, ist der Stern wahr. Warum der Stern nochmal? Na schau, du, das Skript heißt bei mir AG00B. Und dann heißt dieser Soundfile ag00b.wav. Der übernimmt den Namen vom Skriptfile. Und wenn ich jetzt das Skript umbenenne, kriege ich wieder einen anderen Soundfile automatisch. Also es ist gut, wenn man viel und schnell dahin arbeitet, dass man dann immer zurück kann und weiß jetzt, welches Skript welchen File erzeugt hat. Er spielt ja gleich WAV aus. Ja, ja, klar. Das heißt Amp 1, das ist Amp. Die Amplitude ist 1 für alle. Das ist konstant, wenn du eine Zahl dort steht. Also da könnte man auch hier jeden Sequenzer-Element eine andere Amplitude verpassen, lauter oder leiser. Random auch. Ja, also das ist jetzt einmal die billigste Form eines Algorithmus mit Random. Also da kann man natürlich jetzt auch Funktionen einbauen oder Listen oder handgeschriebene Dinge. Wenn man die Amplitude mit Random machen würde, dann sind die Werte in dB oder sind die gegen, ja, was der Random ist gegen, oder? Ja, das passt dann. Gehen, ja. Zwischen, ja, 0 und, ja. Zwischen 0 und 1 bist du dann. Ja, gehen, ja. Ja. Außer du willst das unbedingt in dB haben, dann schreibst du halt die Zahlen hin und in eckige Klammer dB. Also das könnte man auch so schreiben. Das ist 0 dB ist wieder volle oder Pegel und 1. Wie würde man mit Random machen noch die? Genauso wie da, so Random zwischen 0 und 1. Und da muss man noch einmal Random machen, oder? Genauso. Und ja. Und die DB halt. Hey, dann wird es mit DB machst, was wir dann machen. Von minus 60 auf 0 dB, oder? Ja, schon minus 6 und... Ja. Beistrich dB. Also erst wird dieser Random-Wert errechnet, dann wird ein von dB in Amplitude. Also das Debug noch drinnen? Achso, das stimmt. C musst du. Du kommst aber weiter. Ah. So, ja. Continue. Und in dein Patch kann ich natürlich alles reinnehmen, was da verfügbar ist. Modulen. Zum Beispiel könnte ich jetzt. Wenn jetzt die Mickey Mouse Stimme, wenn ich
das runterdranspielen möchtest, arbeitet man dann mit dem Stretch? Nein, Stretch geht da nicht. Also, das ist das Amp ist im Stream, das kannst du nicht. Ah. Das wäre das Gegenteilige. Erst transponierst du das auf und dann transponierst du das wieder runter. Wenn ja deswegen Mickey Mouse stimmen, weil sie eben schneller sind. Also müsstest du das wieder zu grob machen? Ja, du kannst es mit einem Spin runterschrauben wieder. Also das könnte man zum Beispiel machen, wenn den kennen wir jetzt schon. Das heißt K1, das ist ein neues Modul, ein neues Object, ist geht Spin. Ja? Mono. Intern arbeitet er komplex, aber darum muss man sich jetzt im Amp nicht kümmern. Nochmal. Der Spin arbeitet intern komplex. So wie wir es eh ausprobiert haben in WASP. Da wird diese Phasengeschwindigkeit eben verändert. Aber das ist jetzt alles in dem Object drinnen. Man geht Mono rein und kommt Mono wieder raus. Da. Spin, Mono, Patch, K1. Und dann ist das natürlich der K1. So, und jetzt könnte man natürlich ganz kunstlos dasselbe machen wie bei allen anderen, dem Spin einen Random-Wert verpassen. Wir können aber auch uns überlegen, dass wir die Partikel, die jetzt schneller gescannt sind, im Spin runtersetzt, also langsamer drehen lässt, und die langsamer laufen, im Spin wieder schneller drehen lässt. Das würden wir jetzt so machen. Wir haben da diesen Parameter VariSpeed, der heißt i1.vsp, ja. Und damit aber dieser Rechner drinnen weiß, dass er ein Parameter ist, muss man immer ein Kreuz davor setzen. Nummer i1.vsp. Und wenn man aber jetzt will, dass die Werte verwendet werden, die da bereits generiert wurden durch einen Algorithmus, muss man noch ein E davor setzen, das heißt effektiv. Der Effektivwert vom Parameter i1.vsp steht jetzt drinnen. Jetzt wird das Gegenteil passieren von dem, was wir gesagt haben, es würden die schneller gescannt werden, würden jetzt auch noch schneller gedreht. Spin und umgekehrt. Damit aber das kompensiert wird, drehen wir den Wert um, geben wir einen Reziprok-Wert. Das schauen wir uns jetzt im Debug an. Also das ist der Effektivwert von diesem Parameter her, wird da mal geladen und umgedreht. Eins durch Reziprok. Haben wir dann, da ist die Rate, genau, da ist die VariSpeed und das ist immer 1 durch diese VariSpeed. Kann man jetzt vergleichen dann nebeneinander. Da ist eine Frage, und zwar eine 3er Differenzseite, sagt er mir an, das stimmt nicht. Too long, irgendwas. Ja, was genau? Oh, er sagt, in the final name of half too long. 3, okay, gut. Ja, ich habe dann noch immer alte Limitierung drin, das wird einfach zu lang. Du musst das kürzer machen. Mhm. Okay, ich muss das Skript anders benennen. Ja, vielleicht ist das mit 32 Zeichen limitiert. Und was wäre, wenn ich nur den Kartenklang mache? Also das Nummer-Ding war? Stoppt uns eh nicht. Was passiert, das ist anders? Ohne das E. Ja. Dann wird er Listenwerte nehmen, wenn die da stehen. Also zum Beispiel, das ist ein Listenwert. Ja. Da können ja mehrere hintereinander stehen. Aha. Und das ist ein umgerechneter Wert, also ein ausgerechneter Effektivwert. Okay. Und der Listenwert davon ist gar nichts, der ist 0, da haben wir keine Liste. Das heißt, wenn man das E vergisst, dann funktioniert es.
Da hast du 0 stehen und dann dividierst und machst 1 durch 0. Schauen wir mal, wie es klingt. Gut, das dauert jetzt. Kann man eine Rocker gehen? Ja, gut, je mehr du da reinhängst, umso. Und das Bienen ist schon aufwendiger. Du hast die Hilbert-Alpass drinnen, du hast diese Zerlegung in Radius und Delta-Phase. Und das macht ihr jetzt jedes einzelne? Ja, ja, klar, ja. Aber das geht bei euch sicher schneller, das ist eine uralte Maschine da. Natürlich kann man Greenspeck auch noch reinhängen, so eine Verhallung, kann man wirklich eine Zigarre rauchen dazwischen. So. Sollen wir das machen? Ja. Dann machen wir das auf, dann machen wir das gleich so. Ich nenne den wieder um. Die. Ich wollte nur kurz eine Frage machen. Ja, sicher. Kannst du mal vorher kurz absprechen, damit ich das gleich kann? Ja, ich sehe. Heißt bloß jetzt anders. Nein, weil ich bin 15, 15. So das RPR-Reziprok. Genau, zum Beispiel bei den der Linien, bei dir 11, ja, das ist der Random von 0,5 bis 2, oder? Genau, ja. Und wenn ein Wert zum Beispiel 0,5 rauskommt vom Rand und dann ist der Reziprok 2. Genau, ja. Immer das, damit immer das kompensiert. Ja. Danke. Ja. Bevor ich jetzt da den Greenspeck einbaue, schauen wir uns den überhaupt an, wie der funktioniert. Ganz kurz noch einen Moment. Ja, ja. Die letzte Zeile 16. Ja. A1 Rate. Genau. Was ist dieses Zeichen? Das Kreuz, die Raute. Das steht für Nummer. Nummer, Parameternummer. Also früher, in den älteren Versionen hatten die Parameter keine Namen, sondern nur Nummern. Und das musste man sich merken und das war sehr unbequem. Und das steht jetzt für Parameter. Das ist der Parameter i1.vsp. Also ich kann da drinnen in dem Kalkulator jeden anderen Parameter adressieren und die miteinander verknüpfen. So. Ja, ja.
15er. Was sagt er? Irgendwas stimmt nicht, schon seit 10 Minuten. Du hast gerade blinkt, aber doch kaputt. Ach komm. Ja. Ich bin schon müde langsam. Ja. So, fertig. Ja, ja. Mixbuffer Underrun. Hast du? Ja. Da knackst du am Anfang. Ja. Was hast du für Werte da bei der Duration? Minus 1 bis 2. Hast du so geschrieben? 1 minus? Ja, 1 minus. 2. Okay. Und die Time? Brand 0. Ja? Von 0 bis 20. Ah, das geht ihm nicht, weil du fängst bei der Position 0, fährst du dann ins Negative. Irgendwann einmal negativ. Okay, okay. Also musst du das auf 1 setzen. Also, ja. Also wenn sie jetzt nur mit das schreibt, alles außer die Sternung. Ja, bevor ich jetzt in den vorigen Patch jetzt den Greenspec einbaue, sollte man wissen, was er macht, wie er funktioniert. Aber die Idee von dem Greenspec kennt sie schon, oder? Ich teile es nicht. Na, es gibt diese verschiedenen färbigen Rauschen. Es gibt weißes Rauschen, rosa, violettes, rotes. Das ist so je nach Filterungen. Und dann gibt es in dieser ganzen Liste gibt's eines, das nennt sich das grüne Rauschen. Das ist, wenn man Durchschnitt hat und sämtliche Frequenzen auf diesem Planeten gefriest werden. Das nennen wir philosophisch das grüne Rauschen. Und da ist es eben so, dass das ein Modul ist, wo jede Frequenz, die einmal auftaucht, das auf ewige Zeit stehen bleibt, also solange der Pfeil dauert. Und das habe ich dann Greenspec genannt. Im Modus Freeze, Mono, da kommt eben dieser Soundpfeil rein über einen Filter, weil da die tiefen Frequenzen stören würden. Und das ist natürlich granular und das hat eine Grain-Größe von 4000 Samples. Also die nächste Zweierpotenz, aber das ist egal. Und mehr braucht man eigentlich nicht. Also man hört am Anfang, wie sich die Stimme aufbaut und dann bleibt nach und nach alles am maximalen Pegel stehen. Genau, ja, aber da waren noch nicht alle da. Okay, ja. Welcher Philosoph hat das gesagt? Das habe ich im Netz gefunden und so ein Paper, das heißt The Colors of Noise. Ihr habt aber unter den Texten, die da drauf sind auf dem Stick, gibt es zu jedem Thema ziemlich ausführliche Beschreibungen. Ein Greenspec ist schon was drauf da. Welche Texte? Die was du denn, die Spinnen? Genau, ja. Ja, lass uns mal laufen.
wenn neue laute Frequenzen dazukommen, dann ändert sich wieder ein bisschen, ansonsten bleibt es jetzt so stehen. Und dabei bei solchen Routinen schon auch die Frage ist, wie kommt man da wieder raus? Strom abschalten oder? Gibt es auch ein Decay drinnen. Den machen wir jetzt frei, diesen Parameter Decay. Das heißt, dass dieses Freeze immer wieder auch automatisch abnimmt. Und die Decay Time setze ich jetzt auf eine Sekunde. Also könnte es drehen. Machen wir zwei. Zwei Sekunden. Geht das? Sehr einfach einen Hall erzeugen, ohne dass man eine Hallfunktion braucht. Das kommt nur aus dem Soundmaterial selber immer so. Und den kann man natürlich jetzt auch länger einstellen. Wir haben da vorher auf 20 Sekunden gehabt. Also dann ist jetzt ein Mittelding. Wenn man jetzt im Raum verschiebt, ist mehr Direktanteil, oder? Nein, jetzt haben wir 20 Sekunden Decay, also alles was reinkommt, wird gefreezed. Nimmt aber, wenn der Input aufhören würde, nimmt es innerhalb von 20 Sekunden wieder ab. Das ist auch ein Hall, aber der ist ja so lang, dass man den ganz anders empfindet. Das ist weiß, den kann man jetzt natürlich färben. Wir behandeln alle Frequenzen gleich. Genau. Und es gibt natürlich auch eine Dämpfung drinnen, die die höheren Frequenzen schneller wegnimmt. Das war aber interessant. Das machen wir. Mal schauen, welchen Wertbereich. Also bei 1 wäre es ungedämpft und bei 0,9 nimmt es systematisch, so wie ein Filter. Also wenn du es auf 0 setzt, dann ist gleich alles weg. Schauen wir, ob es weiß.
Da das aber sowieso eine spektrale, granulare Operation ist, das heißt dazwischen sind wir immer wieder im Spektrum, kann man natürlich gleich Dinge einbauen, wie immer. Es gibt natürlich einen Pitch. Jetzt rauf oder runter setzen, ist egal. Und rauf, runter, du bist schon runter. Nein, mir ist egal, aber. Jetzt machen wir mal nur die ersten 50 Sekunden, das reicht. Es wird zuerst runtergepitcht und dann das Spektrum. Nein, im Spektrum, das Spektrum selber wird dann verändert. Okay. Geht, gell? Hinter der Gedämpfung, ja. Ist das 0,9, ist das... das bezieht sich auf die Buffergröße. Wir haben jetzt 4000 Buffer, das ist ein Zehntelsekunden. Also die Höhen nehmen jede Zehntelsekunde 10% ab. Also bei 1 wäre es voll, da wird sich gar nichts ändern. Und bei 0,5 ist schon völlig krass, damit sind die Höhen sofort weg. Da. Und was da natürlich auch gibt, das haben wir vorher schon gehabt, das ist das Lob. Und Moment. Aber Pitch 1 macht da jetzt gar nichts. Pitch da nichts. Ich hab's nur. Ich wollte es nicht wegkommentieren, das bleibt auf der. Und das heißt, wenn ich Pitch 2 machen würde? Wenn ich Pitch 2 machen würde? Ja, dann wird es doppelt so hoch, wenn es eine Oktave höher alles. Okay, aber warum haben wir Pitch 1 gemacht? Ich hätte es genauso gut wegkommentieren können, obwohl es wieder im Original. Vorher haben wir das gemacht. Genau. Wie viel hast du vorher runtergepitcht? Die Hälfte, 0,5. Jetzt machst du einen. Jetzt mache ich mal Slope, also Centerfrequenz nach 500 Hertz müsste reichen. Das ist diese Intervalldehnung wieder. 500 Hertz bleiben gleich. Und drüber und drunter werden die Intervalle um einen Faktor 1,4 gedehnt. Und da hören wir uns jetzt alles an. Was sind denn Frequenzen? Bitte? Frequenzen sind das. Ja, ja. Die Dehnung gibt es ja auch in Vespa, weil die haben uns bisher die Wochen in gemacht, aber die gibt es ja in Vespa. Ja, ja, klar, ja. Nur, sie wirkt halt anders, das geht nur granular so. Intervalle werden gestreckt. Man kann es natürlich gegenteilig auch machen, 0,7. Also die Frequenz werden durch 0,7. Nein, die Intervalle werden gestreckt. Also thank you.
natürlich spiegeln kann man es auch. Also wenn ich das Lob jetzt wieder mal weg tue. Wie hast du das jetzt gemacht? Wie? Das Lobfaktor 0,7. Das heißt, alle Intervalle, die jetzt, also Tonhöhenintervalle, die in dem Spektrum drin vorkommen, werden auf 70% reduziert. Das heißt, der Oktav wird ungefähr zu einer Sechst, der Quint wird ungefähr zu einer etwas größeren Terz. Gilt aber für alle Intervalle, wird alles so gestaucht. Jetzt ist es wegkommandiert. Jetzt habe ich es wegkommandiert, jetzt mache ich stattdessen eine Spiegelung an der Stelle. Jetzt wird das Spektrum an dieser Stelle gespiegelt, aber proportional. Also alle Intervalle, die raufgehen, gehen jetzt runter und umgekehrt. Also nicht linear gespiegelt, sondern... Warte, wird jetzt linear ausgespiegelt. Ja? Also, was ist das? Ah, der Spiegel, was ist das nochmal? Entschuldigung. 500 Hertz bleiben, wie sie waren. Alles, was ein Oktav darunter ist, kommt jetzt ein Oktav drüber. Alles, was ein Quint darunter ist, kommt ein Quint rauf. Und umgekehrt. So wie in der Reihentechnik, der Spiegel. Also der Spiegel liegt auf 500 Hertz. Auf 500 Hertz, das ist die bleiben, wie sie sind. Und was über 500 Hertz genau, ist weg, oder? Nein, was 1000 Hertz ist, wird zu 250 Hertz. Ah, er spiegelt die beiden Teile einfach so. Ja, genau. Ja. Walfisch. Hm? Bisschen Walfisch. Ja, das ist natürlich sehr schrullig. Center-Frequenz weiter runtersetzen. Was passiert dann? Wenn die dann eine Center-Frequenz bei 100 Hertz ist und was macht dann eine Frequenz mit 10.000 Hertz? Das ist dann Oktaven leichter. Wenn du 10.000 Hertz drinnen hast? Ja. Mehr, dann hast du, was haben wir, 500 Hertz Center-Frequenz? Ja. Also die 10.000 sind 20 mal so viel wie die. 10.000 sind 20 mal so viel wie die 500, also ein 20stel von 500. Das ist also 25 Hertz. Aber die Grundfrequenz von was jetzt? Von welchem Material? Nein, die 500 Hertz bleiben stehen. Alles, was drüber ist, wird runtergespiegelt. Alles, was drunter ist, wird hochgespiegelt. Also unter 0 Hertz kennt man nicht, weil ich sage, nein, das kommt nicht. Das ist proportional. Das ist nicht. Klar. Ja, gut, da kann man relativ viel rausholen. Ich schalte das alles wieder weg. Es gibt nämlich noch eine elegante Möglichkeit. Also wir haben jetzt ein Decay drinnen, eine Dämpfung haben wir drinnen. Die Dämpfung nehme ich wieder raus. Jetzt ist nur mehr das Decay drinnen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man dieses Freeze ständig austönt. Also wenn wir ein Spektrum haben, das vielleicht so ausschaut, dann wird es hier spitzen. Und in der Ausdünnung bleiben die erhalten. Und das
nimmt kontinuierlich ab, sodass wirklich nur mehr die Spitzen stehen bleiben. Und wie stark das ist, kann man mit einem Faktor einstellen. Das steht da unter Fies. Fies heißt zerfasern. Da wird das Spektrum zerfasert. Bei 1 passiert gar nichts und ich setze jetzt einmal auf 10. Und das schält aus dem Spektrum so richtig Akkorde raus, die dann plötzlich auftauchen. Ne? Jetzt, dann ändert sich gar nichts. Und je stärker man das nimmt, umso schneller wird es zerlegt. Gut, so schaut es jetzt aus. Genau. Und das ist auf 10, das heißt nochmal die 10? Der Grad der Zerfaserung. Also jetzt, es gibt auch das Gegenteilig. Ja, muss man irgendwie einschätzen. Bei 1 passiert gar nichts. Und wenn ich es auf unter 1 setze, passiert das Gegenteil. Da werden die leisen Anteile angehoben. Dann versinkt alles im Rauschen. Also ich kann es auf 0,1 setzen, dann geht das so. Hebt jetzt raus, ja. Natürlich diesen Freeze in den Patch einbauen, den wir vorher gehabt haben mit den 1000 Schnipseln. Das war gut, ja. Das machen wir. Und zwar, dass die 1000 Schnipseln diesen Prozess filtern, den Greenspec. Ja, genau, ja. Welches? Das mit dem Freeze. Kannst du nachher noch anschauen? Ja, klar. So.
So, dann machen wir schön daher. So, den braucht man oder was man da? Nein, den braucht man eben nicht, das nicht. Genau, ja. Weil das wird dann zu unruhig, ne? Passiert zu viel auf einmal. Das bin ich auch nicht, ruhig natürlich auch nicht. Freeze, und da kriegt dann E1. Aber nicht so lange ist die Key, ein bisschen kürzer, 10 Sekunden oder so, das sollte man reichen, oder? Spiegelt das 3 Uhr aus, diese Sternwarte? Wenn ich es komplett auf Anhör will, kann, oder brauche ich es noch einmal starten? Wie meinst du? Das Stern? Nein, das vorigen Out ist gleich Sternwarte. Genau, ja. Also das Wort der Wappe aus. Ja, ja. Nein, das wird auf dem Programm aus. So, beim ersten Mal ausfinden, was ja, ja. Rausschreiben. Genau, ja. Da müssen wir nur ein paar Dinge ändern, weil mit den Durations, das geht irgendwie nicht. Also wir haben jetzt ein Decay von 10 Sekunden Ausgang. Das heißt, wir brauchen die Dauern, die wir da ausschreiben müssen, mindestens 10 Sekunden sein. Dann machen wir das umgekehrt. Das mache ich jetzt zu... Das geht jetzt nicht negativ. Also ich muss diesen Freeze jetzt mit einer gewissen Zeit füttern und dann klingt er ja selbstständig nach. Und die eigentliche Duration muss natürlich wesentlich länger sein, damit wir diesen Nachklang drinnen haben. Das Freeze wird immer mit zwischen 1 und 5 Sekunden lang gefüttert mit dem Sound und dann klingt es selbstständig weiter nach und daher muss die Dauer um diesen Nachklang länger sein. Nein, no, das ist Füttern. Füttern gefüttert. Ja. Also der Input geht in diesen Freeze und dann kann man den Input wegschalten und das klingt selbstständig weiter. Das ist genau das, was da passiert. Aber jetzt warten wir lang. Schauen wir, wer es. Alle gleichzeitig starten, wer als erster spielt. So, ja. Obwohl, man sieht es ja nachher, unten ist ja die Performance-Zeit ausgeben am Schluss. Also irgendwer, ich glaube, das war also Daniel. Ach so, die dauert jetzt, wenn ich nicht mehr zu Hause komme. Ja, ja. Ja klar, weil jetzt haben wir nicht nur zwischen 1 und 5 Sekunden wie vorher, sondern zwischen 11 und 15 für jedes. Ja, lass mich mal laufen. Ja. Das ist gemein. Der letzte Linie hat er mitgespielt. Echt? Ja, da war das.
die sagt das. Ich war nicht so schnell beim Schreiben. So ist es gerade. Okay. Den Charme, oder? Ja. Also wir könnten sie zu Anfang ein bisschen zu strukturieren. Zum Beispiel könnten wir jetzt die Varispeed ein bisschen ordentlicher machen, weil das sind jetzt lauter Random-Prozesse, lauter Random-Zahlen, völlig wirre Stimmung. Ich schreibe das jetzt einmal um oder ich kommentiere das weg, so war es vorher. Jetzt schreiben wir es so. Integer random, ja. Zwischen minus 12 und plus 12. Dem geben wir temperierte Stimmung, Oktav durch 12. Also, genau, I-Rand, das ist also ein Integer, das heißt, wir kriegen da ganze Zahlen immer raus. Zwischen minus 12 und plus 12. Und Okt durch 12 ist temperierte Stimmung, dass diese minus 12 wird die Oktav drunter und plus 12 wird die Oktav drüber und 0 ist da die Mitte der Grundton. Geht aber mit allem, du kannst da Oktav durch 10, durch 7, durch 12,1 oder. Das ist cool, ja. Also man kann das ja ein bisschen ziehen. Das durch 12 ist in dem Fall das am Klavier noch spielen. Genau. Jetzt machen wir alle Dauern gleich, oder? Das alles gleich lang ist, 5 Sekunden. Ja. Ja. Können wir es vergleichen, was vorher war. Pfeilposition, die könnte man auch anders anlegen. Da brauchen wir jetzt kein Random. Wenn man, im Grunde ist es so, wenn man so zwei so Random-Funktionen hat, die aufeinander zugreifen, dann kann man sich eine sparen. Man kann die eine durchgehen lassen und das andere Random ist im Grunde ein ähnliches Ergebnis. Das heißt, wir könnten da die Positionen so machen. Also wir beginnen bei einer Sekunde, das schreiben wir da her und gehen, wie viel Parameter haben wir? 10, 100, so viel haben wir ja gar nicht. 0,05 Sekunden Sequence. Das heißt, es geht immer um 500stel Sekunden weiter. Beginnt mit 1, beim nächsten wird es 1,05, im nächsten 1,1, 1,15. Es nimmt immer von einem Stückel weiter. Was ist das? Das ist ein Integer, ganzteiliger Random. Also der liefert eben, wenn das nur so wäre, dann wären das irgendwelche Zahlen zwischen minus 12 und plus 12. Also und mit dem I sind es nur ganze Zahlen. 12, 11, 10, 9.
Akt durch 12 ist die temperierte Stimmung. 12 Töne pro Oktav. Machen wir nicht ganz so viel, machen wir nur 100, sonst müssen wir so viel warten. So, in der Summe laufen, ja. Ja, kurz, wir haben doch immer dieses Zwölfton total irgendwo drinnen. Und das könnte man jetzt noch mal strukturieren. Das ginge zum Beispiel so. Könnte man das jetzt machen? Definieren wir dazwischen einen Block. Da kann ich eine Reihe eingeben, eine Serie. Die heißt dann zum Beispiel Serie 1, Doppelpunkt, und besteht aus 0, den Zahlen, nicht den Buchstaben. Ja. 0 ist das A, also was immer man will. Ja.
jetzt könnte man diesen, den Random lassen wir jetzt von 0 bis, wie viel sind es? Das ist dann, das ist die Position 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, klar. Diatonik mit in zwei Oktaven sind 14 Töne. Also das geht jetzt von 0 bis 14 in Random. Und das brauchen wir nicht. 8 durch 12 brauchen wir jetzt nicht. Das heißt, dazwischen kommt noch was. Serie 1. Das heißt, wir kriegen jetzt einen Random-Wert zwischen 0 und 14. Also wenn der jetzt 5 ist, dann wird das fünfte Element aus der Reihe genommen. Also, zählt aber bei 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist das 8. Und das wird jetzt in temperierte Stimmung umgewandelt. Und so haben wir jetzt eine ganz banale diatonische Mollskala drinnen. Bitte? Den Wert 0 kann man nicht dividieren. Wo tust du das? Bei der Serie 1 ist 0. Na, okay. Wo sagst du das? Okay. Na, also Okt durch 12 ist ein Command, das ist ein eigener Befehl. Ich habe das bedingt nicht verdient. Mhm. Und jetzt gehen wir natürlich, wenn wir das jetzt auf die Variables-Bit lenken, dann kommen wir von 1 bis 4. Und wir haben es ja gern von 0,5 bis 2, das heißt, ich dividiere es noch einmal durch 2, das Ergebnis. Jetzt haben wir im selben Bereich wie vorher, aber keine chromatische Skala, sondern immer diatonische. Ist der Prozess irgendwie verständlich? Ich kriege da jetzt zum Beispiel in dem Integer Random kriege ich die Zahl 5. Und jetzt schaut diese Serie 1, schaut in der Liste nach, also 0, 1, 2, 3, 4, 5 und nimmt sie den fünften Wert, der dort steht. Das ist 8. Und dann wird es umgewandelt in temperierte Stimmung, die aber jetzt diatonisch ist, weil da fallen immer ein paar dazwischen. Und dann setze ich es noch einmal eine Oktave runter. Und in diesen Reihen kann man natürlich jetzt alles reinschreiben. Also es muss jetzt nicht so eine banale Stimmung sein. Das können auch Zahlenwerte sein, die aus irgendeiner Analyse kommen. Aus einer Spektralen oder sonst was, die man auch da reinnehmen darf. Parameterindex ist das 7. Vielleicht geht das nicht, vielleicht ist das so. S1. Ja, sorry. Das ist noch nicht drin. Oben kann man trotzdem noch sehr einschreiben. Ja, muss da, ja. Danke. Natürlich, man kann da alles hinschreiben, man kann die temperierte Stimmung anlegen, wie man will, man kann es also auf Vierteltöne auch setzen, auch da auf der 24. Dann haben wir so eine Viertelton-Diatonik. Das
3,0 haben wir schon. Wenn du das aufteilen willst, zum Beispiel auf 7 Kanäle, ja, dann müsstest du hier schreiben Amp.0, Amp.1, Amp.2, Amp.3. Weil das ist einfach, da wüsste ich nicht, was man da tut, da Logistik finden, wie man Panorama in jeder beliebigen Kanalaufteilung macht. Das ist dann besser, man nimmt den Tramp oder sonst irgendwas da. Na gut, was könnte man nur vereinfachen? Das ganz eng liegen. Dass sie fast von derselben Stelle kommen. Jetzt in dem Soundfile gehen wir immer nur 1 Millisekunden weiter in der Positionierung. Ja, das ist ja jede Spur ist eine Minute lang jetzt. Ja, genau. Da wieder 100 Minuten. Und wie man diese Geschwindigkeitsabstufungen hört. Eben weil die Einsatzzeitpunkte so nah aneinander liegen. Nur immer eine Millisekunde verschoben. Ja, jetzt könnte man zum Abschluss könnte man das Panorama nur ein bisschen bewegen, oder?
Also da brauchen wir da noch irgendwo einen Generator ein. Sinus. Panorama ist doch immer in. Ja, aber es bleibt für jedes Element dann gleich. Ah, das fährt nicht. Also dann würde ich das so machen, das auf 0 setzen. Und da haben wir jetzt eine Frequenz, also ein Sinusgenerator von zwischen 0,5 und 3 Hertz. Und mit dem steuern wir das Panorama. Das ist wieder so ein Control Statement. Der Generator produziert also eine Low Frequency zwischen 0,5 und 3 Hertz. Und mit der wird jetzt das Panorama von jedem dieser Teile hin und her bewegt. So, jetzt warten wir wieder ein bisschen. Das kann auch nicht lang. Wieso? Auch nicht länger als vorher. Bitte, na doch. Also wir könnten es kürzer machen natürlich. Was? Irgendwie ist schon fertig. Philippe. Du hast das schon. Hoppala. Aber 10 Zentimeter. Ach so, okay. Und das ist ja der letzte Patch für heute. Ist schon wieder fertig, oder? Ja. Du hast das schon. Aber ich hätte jetzt was anderes probiert. Man kann eins steuern, Sinus, was anderes, aber das geht nicht. Und was ist nun? So. Nein, Sinus ist so oft gebraucht, dass die Abkürzung gibt um das Gen-Punkt. So. Das Gen-Punkt so. Gen-Generator. Gen-Punkt so, okay.